Einen wunderschönen Sonntagabend gewünscht und herzlich willkommen zum dritten Apex Legends Video für diesen Tag. Das kommt nicht ganz so oft vor, aber ich habe schon wieder geniale Informationen für euch. Ein Finger fehlt, 4 Informationen an der Zahl habe ich für euch. Ich kann euch sagen, welche Legende in Season 19 den Prestige-Skin bekommt. Und ich würde sagen, 95% der Spieler werden sich schon mal sabbernd, voller Vorfreude an die Bildschirme setzen und warten. Dann weiß ich, welche Legende das nächste Erbstück bekommt. Und ich weiß auch schon, was es für ein Erbstück sein soll. Es gibt leider noch keine geleakten Bilder. Ein beliebter POI für alle OG-Spieler von damals kommt zurück in die Mixtape-Variante, Team Deathmatch und so weiter und so fort. Und als allererste Info, wahrscheinlich die wichtigste Info überhaupt, weil die kann nicht warten. Morgen am Montag um 17 Uhr startet der dritte Apex Legends Kill Code Teil, ein Stories from the Outlands Trailer rund um die Story zwischen Loba und Revenant. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Story ist damit noch nicht zu Ende erzählt. Erst Ende des Jahres soll das wohl komplett final zu Ende erzählt werden und es soll wohl dramatische Enden geben. Müssen wir mal sehen, was da genau kommt. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste für euch erstmal, damit ihr das nicht verpasst. Jetzt möchte ich euch ganz flott verraten, welche Legende das Erbstück bekommt in Season 19. Es soll tatsächlich Newcastle sein und es soll eine Art Schwert werden. Nicht so eine Art Schwert, wie es Krypto schon hat. Das wäre jetzt relativ unkreativ. Aber da Newcastle nun mal wie ein Ritter aussieht, das passt ja auch zu seinem Namen und zu seiner Optik, wird es wahrscheinlich so eine Art Ritterschwert sein. So ein bisschen mittelalterlich könnte das wahrscheinlich angehaucht sein. Genaueres müssen wir mal abwarten. Der Prestige-Skin. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt, wie genial der hinten, muss ich einfach mal so sagen, der Arsch, das werden alle von uns denken, wie genial der Arsch in Szene gesetzt wird. Loba bekommt in Season 19 ihren Prestige-Skin. Holla die Waldfee, ich freue mich auf diesen verdammten Skin. Also, das zu Season 19 und jetzt soll die Donnerkuppel zurückkommen und jetzt werden wahrscheinlich 80% der Spieler sagen, Donnerkuppel? Was ist das? Ich denke, viele von euch kennen diesen Spot gar nicht, weil Kings Canyon so sehr unter Veränderungen, richtig bescheuerten Veränderungen teilweise gelitten hat, dass sie die Spots gar nicht kennen. Das ist ein sehr, sehr beliebter Spot, der von Anfang an auf Kings Canyon direkt neben Skull Town am Rand der Map zu finden war. Es war ein sehr, sehr beliebter Spot und der soll für die Mixtape-Playliste zurückkommen. Und das würde ich tatsächlich sehr, sehr feiern, weil dieser Spot extrem genial war. Und der wurde ja dann irgendwann dem Erdboden gleichgemacht, gleichzeitig mit Skull Town, was ich sehr, sehr schade fand, nach wie vor bis heute, dass diese Map so vergewaltigt wurde. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und das war es schon zu diesen Informationen. Und ganz, ganz wichtig, erwartet in den nächsten Tagen wahrscheinlich morgen nochmal ein zusätzliches Video um das Rework von Lifeline. Da überschlagen sich tatsächlich auch schon die Informationen. Ich habe vor ein paar Tagen erst drüber gesprochen, dass sie wohl wahrscheinlich völlig andere Fähigkeiten bekommt von einer schon geleakten Legende, die vielleicht gar nicht erst kommt. Das kann sein, dass das so nicht kommt. Wer das nicht gesehen hat, sollte das Video sich auf jeden Fall noch mit reinziehen. Morgen werde ich euch verraten, welche Fähigkeiten noch hoch im Kurs sind. Ebenfalls 2 neue Fähigkeiten, eine neue Ulti und eine neue taktische, zumindest so ein bisschen verändert, überarbeitet. Auch sehr, sehr interessant. Würde ich sogar fast besser finden als das, was ich euch vor ein paar Tagen erst erzählt habe. Lohnt sich aber, beide Videos nochmal sich dann reinzuziehen, wenn das morgen final dann da ist, um so ein bisschen zu vergleichen und zu sagen, hey, welches Rework wäre geiler? Bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Wer jetzt tagesaktuell live zum Sonntagabend sich dieses Video reinzieht und Bock auf ein bisschen Modern Warfare 3 Beta Gameplay von mir hat, ich bin jetzt live auf Twitch gleich unterwegs. Vielleicht schaltet der andere ein oder andere von euch noch rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.